Hallihallo, meine lieben Zuschauer, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Princess Peach Showtime. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Show von Princess Peach Showtime, der wahrscheinlich vorletzten. Wir haben beim letzten Mal das Meer gerettet, als Meerjungfrau Peach, haben ein wunderschönes Konzert gegeben und heute wollen wir den Meerjungfrauen-Funkli retten. Und damit dann eventuell endlich Grape in ihren kolossalen Hintern treten danach. Keine Ahnung, was uns noch erwartet, aber ich glaube, wir sind wirklich bei den letzten beiden Leveln angekommen. Also nach Dunkle Tiefen kommt wahrscheinlich nur noch was auch immer hier ist. Dort wird dann der wahrscheinlich letzte Boss sein, dass wir gegen Grape höchstpersönlich antreten. Ich hoffe, dass ich vorher oben noch die Probe bekomme, dass ich die nicht danach machen muss. Weil vom Prinzip her ist das Stockwerk da oben ja eigentlich abgeschlossen. Nichtsdestotrotz gehen wir in die dunklen Tiefen und retten die Meerjungfrauen Funkli von den wirbelnden Strudeln. Da flog was an mir vorbei. Wahrscheinlich da hinten. Ich brauch Fischis. Macht auf. Nee, da brauche ich doch viel mehr. Okay, die kriege ich nicht mehr geöffnet, aber vielleicht kommen die ja nochmal wieder. Ja, ich glaube, das sind dieselben Muscheln einfach nochmal. Da war der Gesangstar drin. Und ich habe einen verpennt. Wie habe ich das Ding schon wieder geschafft? Wahrscheinlich hätte ich den kleinen noch mal öffnen müssen. Ein Moment. Das können wir eben schnell ändern. So, wieder an der Stelle. Gucken, dass wir die kleinen erstmal nur öffnen. Da oben, da fliegt ja auch einer weg. Ach, hier ist ein Podest. Na gut, ich gucke trotzdem, dass ich erst den kleinen öffne, bevor ich die großen öffne. Das war der Stern, den ich nicht mitgenommen hatte. Ich öffne trotzdem die kleine Kiste. Eventuell ist da der Schleifentyp drin. Das ist die, die ich öffnen will. War also trotzdem wichtig, dass wir zurückgingen. Jetzt brauche ich nur wieder den Funkeli rausholen. Der war in der zweiten Muschel drin. Und Funkeli gerettet. Danke, du hast auch eine schöne Stimme. Einfach weg von den Dingern bleiben. Ich muss ja nur einsammeln. Wenn es nur lenken ist. Sollen wir das mit dem Fischen machen oder wie? Moment.
So. Einfach nur singen. Wir singen ein schönes Duett. Ich hab den einen Fisch verpennt. Aber ich habe trotzdem Stern bekommen. Okay, das Level war mega geschenkt. Da war ja gar keine Schwierigkeit. Ja, Stellar-Schleife. Meerjungfrauen Mehrfachschleife erhalten. Bin gespannt, was jetzt passiert. Weil das ist ja der letzte Funkeli. Jetzt fehlt keiner mehr. Alle gerettet. Ich wusste es die ganze Zeit, dass dort eine Tür irgendwie erscheinen wird. Der Bereich war so auffällig. Da gehe ich jetzt aber nicht sofort rein. Also zuallererst gucke ich mir jetzt erstmal das Bild an. Ein wunderschönes Duett. Und ein wunderschönes Bild. Ja, das Album haben wir voll. Wir haben alle gerettet. Gehen wir nochmal eben kurz in die vierte Etage und danach noch in die erste. Also ins Erdgeschoss, aber erst ins vierte OG. Also Obergeschoss. Denn hier sollte jetzt der Eisfunkli sein. Ach, Meerjungfrau-Funkli sein. Ja, singen macht Mut. Und du hast eine Herausforderung für mich. Superheldenprobe. Oh ja, da bin ich dabei. So viele retten wie möglich. Ich hoffe, das ist nicht so im All. Weil beim Fliegen... Ja. Im Übrigen, warum mache ich jetzt die Probe und nicht darauf folgend nachdem ich die Tür gemacht habe? Ganz einfach, ich denke mal, nach der Tür ist mit dem Spiel Schluss, also dass danach nichts mehr kommt. Ich muss nur aufpassen, dass die entkommen können, ne? Also deswegen mache ich die Probe jetzt schon. Und der nächste Part ist definitiv Finale. Ist ja ultra einfach. Die greifen mich halt nicht mal an. Nope. Mit dem Schiffen ist es leichter, die umzunehmen.
Also bisher läuft gut. Der ist genau auf mir gelandet. Ich fasse es nicht. So, ich bin jetzt wieder da, wo ich gerade eben war. Das war ein sehr guter Wurf. Ich hoffe, das sind 60. Ja, es sind 63. Reicht mir völlig. Jawohl. Probe geschafft. Schuppenkleid. Und 3600 Münzen, die ich für nichts ausgeben kann. Hier oben ist halt auch nicht mal wirklich mehr was. Es ist nur noch der Keller da. So, wir können doch hier bestimmt noch ein Kleid kaufen. Ja, das Meerjungfrauen-Spezialkleid. Ein sehr schönes Muster. Ist hier sonst noch irgendwas? Nö. Dann haben wir alles gekauft, was man kaufen kann. Ja. Haben damit alles freigeschaltet, bis auf das, was wir auch immer jetzt als nächstes bekommen. Und natürlich haben wir hier in der Sammlung ja noch Musik gerade dazu bekommen. Die stürmische See und die dunklen Strömungen. Ansonsten haben wir jedes Lied, ne? Ja. Filme kommen aber noch ein paar. Okay, da bin ich sehr gespannt, was da noch an Filmen kommt. Da sind nämlich noch 5. Naja, ich würde sagen, wir gehen ins Untergeschoss zurück, stellen uns dahin und bereiten uns mental schon mal darauf vor, beim nächsten Mal Grape in ihren Hintern zu treten. Sie wartet hinter dieser Tür. Dort werden wir beim nächsten Mal reingehen. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß mit der heutigen Show. Wenn ja, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns dann bei der nächsten und wahrscheinlich letzten Show wieder. Ich sag wahrscheinlich, vielleicht kommt danach ja noch was. Aber ich glaube, dass das Ende sein wird. Auch wenn da noch 5 Filme verfügbar sind. Naja, wie gesagt, ciao und bis zum nächsten Mal.